Ab wann ist man eigentlich computerspielabhängig? Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat dieses Jahr im Entwurf der 11. Revision des ICD, der International Statistical Classification of Diseases, das ist quasi das weltweite Verzeichnis von Krankheiten, exzessives Gaming als psychische Störung eingeführt. Jetzt ist es also amtlich und das hier ist quasi die amtliche Bekanntmachung. Jetzt gibt es keine Ausreden mehr bei Klicks um Science & Fiction. Hier gibt es täglich spannende Science-Videos. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Herzlich willkommen. 1, 2, 3. Eine Computerspielabhängigkeit wird im ICD, der International Statistical Classification of Diseases, als Gaming Disorder bezeichnet und ist unter dem Schlüssel 6C51 aufgeführt, womit sie im Bereich der mentalen Verhaltens- und Neuroentwicklungsstörungen eingeordnet ist. Allerdings streiten Fachleute über die Berechtigung des exzessiven Gamings als eigenständiges Störungsbild. Eigentlich gesunde Kinder und Jugendliche laufen Gefahr, zu Unrecht stigmatisiert und diagnostiziert zu werden. Die Entwicklung von Videospielen der letzten Jahre zeigt, dass Zocken mittlerweile wohl im Alltag etabliert und normal ist. Digitale Spiele sind in bestimmten Lebensphasen von besonderer Bedeutung, wie auch andere Freizeitaktivitäten auch. Und daher ist das Spielen von Videospielen, selbst wenn es häufiger vorkommen sollte, nicht gänzlich ungewöhnlich. Wenn sich allerdings Fachleute dieser Medienrealität versperren, laufen sie Gefahr, die Gaming-Sucht fehl zu diagnostizieren und dabei andere Störungen wie Depressionen zu übersehen. Also, ab wann gilt man nach Fachmeinung als computerspielsüchtig und was passiert mit einem? Videospielsucht wird durch ein tiefgreifendes Muster anhaltenden und wiederholten Spielens von Computerspielen, also da fasse ich jetzt mal alle elektronischen oder softwaregesteuerten Spiele zusammen, charakterisiert. Das kann online und offline sein. Die Symptome: eingeschränkte Kontrolle über das Spielen, zum Beispiel Beginn, Häufigkeit, Intensität, Dauer beenden, zunehmende Priorität für das Spielen in dem Maße, dass es wichtiger wird als andere Interessen im Leben, wie Freundschaften zum Beispiel und alltägliche Aktivitäten. Fortsetzung oder Steigerung des Spielens trotz Auftretens negativer Konsequenzen. Für die Diagnose einer Gaming-Sucht muss das Verhaltensmuster ausreichend stark sein. Dazu gehören beispielsweise erhebliche Beeinträchtigungen der persönlichen, familiären, sozialen, schulischen oder beruflichen Funktionsbereiche, die mindestens 12 Monate lang offensichtlich sind. So, jetzt habt ihr es. Und wenn ihr erfahren wollt, wie das bei Fortnite süchtig macht, dann schaut euch das Video von Geranimo an. Macht Fortnite süchtig? Eine gaming-psychologische Analyse um den Hype. Hier geht es zum Abo von Geranimo. Und ansonsten bis dann. Bleibt dran. Draufklicken, 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 draufklicken.